Und dadurch ist dieser neoliberale Staat, der Deregulierung allüberall fordert, der Staat, der das Ganze paradoxerweise reguliert. Da ohne würde es gar nicht gehen. Man kann sich das gut so vorstellen, wir leben seit mehr als 100 Jahren in einem Zeitalter, wo es den Konkurrenzkapitalismus aufgrund von Kapitalkonzentration gar nicht geben kann. Und wenn man auf jede Art von staatlicher Wettbewerbsregulierung verzichten würde, dann hätten wir das, was Herr Lenin nicht untreffend und zusammenfassend mal Monopolkapitalismus genannt hat. Also die Brandt-Kommission und die Weltbank waren sich ganz einig, ungefähr 35% des Welthandels ist konzerninterner Handel und da gibt es gar keinen Wettbewerb. Und in manchen Wirtschaftsbereichen haben wir ja hierzulande auch keine Wettbewerbsverhältnisse, sondern nur Pseudo-Wettbewerb. Also es soll so funktionieren, als herrschte Wettbewerb, aber der Wettbewerb ist eine künstliche, das heißt administrative Veranstaltung. In diesem Sinne ist dies zusammengebrochen und eine solche Marktvorstellung nach 1975 langsam in die Wege gekommen. Und dann ist etwas Zweites nach 1975 nötig geworden, eine Gemeinschaftswährung. Als die Gemeinschaften sich zuerst gegründet haben, 1951/52, konnte man sagen, wir schaffen einen gemeinsamen Markt, zuerst für Kohle, Schrott und so weiter und nachher für alles Mögliche. Und man konnte einen gemeinsamen Markt machen und ein gemeinsamer Markt funktioniert nur, wenn man eine gemeinsame Währung irgendwie hat. Sonst kann man Preise gar nicht vergleichen. Nun hatte man in den 50er, 60er Jahren bis 1973 diese Gemeinschaftswährung, nicht als europäische Währung, aber alle europäischen Währungen waren bei Bretton Woods Mitglied, hatten ihre feste Parität zum Dollar, der hatte seine feste Parität zum Gold und damit hatte man im Gold-Dollar gewissermaßen eine Gemeinschaftswährung. Jetzt ist 1973 der Gold-Dollar als Gemeinschaftswährung entfallen und nun brauchte man eine Gemeinschaftswährung. Und es gab dann verschiedene Anläufe, eine solche Gemeinschaftswährung doch herzustellen. Und das sind die folgenden. 1970, im Vorwege dieser tiefen Krise, die wirklich einen Bruch kennzeichnet, vom staatlich gesteuerten Kapitalismus zu dem, was Milton Friedman einen Wettbewerbskapitalismus nennt. Also um 1970 gab es vom luxemburgischen Ministerpräsidenten Werner geleitet eine EG-Kommission, die überlegt hat, in drei Stufen bis 1980 eine Gemeinschaftswährung zu machen. Das ist aus einem relativ schlichten Grunde gescheitert, nämlich weil man diese festen Paritäten zwischen Währungen versucht hat, ohne den Dollar zu machen. Das kann man ja machen. Man kann ja sagen, so, ich setze die D-Mark in eine feste Parität zum Franc, zum Gulden und so weiter. Und dann hat man etwas lernen müssen. Das Ganze hat höchstens ein Jahr gedauert und ist dann zu Grabe getragen worden, weil sich die Währungsparitäten nur stabilisieren lassen, hat man damals gelernt, das sollte man heute vielleicht auch mal überlegen, nur stabilisieren lassen, wenn die wirtschaftliche Entwicklung absolut harmonisch ist zwischen allen Mitgliedstaaten. Das heißt, wenn ein Land eine bessere Wirtschaftsentwicklung hat und eine andere eine schlechtere, hat man bis dahin immer gesagt, die schlechtere werten wir halt ab. Hat man einen Euro, allüberall kann man das nicht mehr machen. Und da bleibt eigentlich nur noch eins, das konnte man damals schon sehen, wenn man eine Gemeinschaftswährung hätte und kann nicht mehr abwerten, das heißt kollektiv, sagen wir mal, auch bezogen auf den heutigen Teil, die Kaufkraft aller griechischen Bürgerinnen und Bürger durch Abwertung einer Drachme dann beschränken, dann bleibt nur noch eins, unmittelbar Lohn- und Gehaltskürzung zu machen. Kürzung des Sozialstaates, man muss dann unmittelbar an diese Kaufkraft ran. Diese Erfahrung hat man dann mit dem zweiten Projekt gemacht, das dann in den Euro auch mündet. Und zwar mit dem Projekt von 1979, die Korbwährung EQ,
die ist über verschiedene Ebenen in eine bestimmte Parität mal zum Dollar gesetzt worden. Und dann hat man gesagt, und in diese Währung gehen nach Wirtschaftskraft der damaligen EG-Mitgliedstaaten alle Währungen bis mit einem bestimmten Prozentsatz ein. Diesen Prozentsatz haben wir heute noch, weshalb die Bundesrepublik an allen möglichen Euro-Rettungsfonds mit 27% beteiligt ist. Damals waren es 33%. Also den EQ als so eine künstliche Korbwährung. Und wer sich mit dem Internationalen Währungsfonds beschäftigt, wird das in eine Analogie setzen zu den Sonderziehungsrechten des Internationalen Währungsfonds. Das ist eine ähnliche Korbwährung, die ist zur gleichen Zeit für die Weltwirtschaft geschaffen worden. Und dann gab es eine zweite Institution, der EQ ist für heute nicht so relevant, aber das war das europäische Währungssystem EWS. 1979 eingeführt. Und das EWS hat darauf beruht, dass man gewissermaßen Bretton Woods auf europäisch machen wollte. Also wir setzen alle Währungen, die an diesem System teilnehmen, und das waren nie alle, bis zum Schluss hat sich das kaum geändert, nie alle EG-Währungen, aber es haben einige Nicht-EG-Währungen daran freiwillig teilgenommen. Also wir setzen alle Währungen in eine feste Parität gegeneinander und versuchen, dies zu verteidigen auf den Devisenmärkten. Und wenn auf den Märkten dauerhaft eine Währung zu diesem Kurs nicht zu halten ist, durch Zentralbankintervention, das heißt durch Kauf und Verkauf von Währungen, dann wird auf- oder abgewertet. Und dann konnte man wieder dasselbe lernen, eine Währung ist der Ausdruck einer zugrunde liegenden Nationalökonomie. Zwischen 1979 und 1995 mussten innerhalb dieses europäischen Währungssystems 20 Anpassungen, das heißt Ab- oder Aufwertung, vorgenommen werden. Das heißt, man hat innerhalb eines Zeitraums von 16 Jahren so viele Veränderungen, relative Abweichungen der Wirtschaftsentwicklung gehabt, dass diese Stabilität der Währungsbeziehungen sich nicht halten ließ. Das ist etwas, was wir heute nicht mehr haben. Man kann ja nicht mehr auf- und abwerten. Und dieses Währungssystem ist dann übergegangen in das Euro-Projekt. Nun muss man noch dazu sagen, das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig, um zu sagen, wenn zukünftige EU-Mitglieder in den Euro-Club wollen und dieses Währungssystem 2 mitmachen, dann heißt es eine Anforderung, sie sollen das stabil mitmachen. Und was stabil heißt, hat man zuerst gesagt, Abweichung nach oben und unten plus minus 2¼%. Dann brach das immer weiter auseinander, Auf- und Abwertung und so weiter. Dann hat man gesagt, damit wir nicht immer auf- und abwerten müssen, dürfen die schon innerhalb einer Schwankungsbreite von plus minus 5% schwanken. Hat aber auch nicht gereicht. Also heute gilt, seit Großbritannien in den 90er Jahren und der Krise des Pfund, plus minus 15%. Und wenn sich plus minus 15% nicht halten lässt, dann muss auf- oder abgewertet werden. Also so. Nun ist aus diesem EWS das Projekt der Gemeinschaftswährung hervorgegangen. Und verankert ist das im Maastricht-Vertrag von 1992-93. Das ist, wenn Sie Interesse haben, das nachzulesen, für alle, die nicht Juristen sind, schwere Kost, aber ökonomisch außerordentlich relevant. Also schwere Kost deshalb, weil es einfach Vertragsparagraphen sind. Herr Walter Hallstein, der erste Präsident der EG-Kommission, hat mal gesagt, die EG ist nichts anderes als ein Phänomen des Rechts. Und so sieht das auch aus. Wenig schwungvolle Vertragsbestimmung. Also juristisch, ökonomisch, es ist ein trockener Kram, auf Deutsch gesagt. Aber dahinter steckt ein gesellschaftliches Modell.
was ich eben schon angedeutet habe, wenn man es im Gegenzug sieht gegen den Staatsinterventionismus, der vorher war, also Abbau von Gewerkschaftsrechten, Abbau von Sozialstaat und so weiter, das betrifft ja nun beinahe jeden. Der Vertrag von Maastricht von 1992-93 hat also dieses EWS überführen wollen in eine Gemeinschaftswährung, die man später Euro genannt hat. Und zwar in 3 Stufen zu 4 Jahren. Und zwar hat man gesagt, auf der 1. Stufe rückwirkend beginnen mit dem 1. Juli 1990, also derselbe Tag der deutsch-deutschen Währungsunion, soll einiges eingeführt werden, eine Konvergenz der Wirtschafts- und Währungspolitik und vor allen Dingen, was ganz bemerkenswert ist, eine Angleichung der Lohnstückkosten in Europa. Das ist eine höchst bedrohliche Geschichte für jeden, der abhängig beschäftigt ist, weil dies besagt, dass Löhne nur noch steigen sollen oder fallen sollen in Abhängigkeit von der Entwicklung der Arbeitsproduktivität. Das hat die Bundeskanzlerin ja jetzt suffisant gegenüber den südeuropäischen Krisenländern nochmal wiederholt. Das steht aber eigentlich auch im Maastricht-Vertrag schon so drin. Auf der 2. Stufe sollten die europäischen Notenbanken von den jeweiligen politischen Administrationen unabhängig werden. Und dann sollte auch noch etwas gemacht werden, was für heute auch ganz interessant ist, weil es auch im Lissabon-Vertrag, dem jetzt geltenden, der geltenden Vertragsvariante steht. Es dürfte sich kein Mitgliedstaat, keine regionale Regierung, keine Gemeindeverwaltung mehr bei der Zentralbank verschulden, sondern müsste dies auf dem Markt machen. Das heißt auf dem Finanzmarkt, das heißt abhängig werden von Geldgebern, das heißt von Geschäftsbanken und nicht mehr von einer Notenbank, was ein unendlicher Unterschied ist, weil die Notenbank im Unterschied zur Geschäftsbank nur das Ziel hat, die Währung zu stabilisieren, aber ihr Ziel ist es nicht, Gewinne zu machen. Bei den Geschäftsbanken ist das das einzige Ziel. Und auf der 3. Ebene dann, oder der Übergang zur 3. Stufe nach dem Maastricht-Vertrag ist dann definiert worden durch die sogenannten Konvergenzkriterien, die wir nur alle auswendig können. Vor allen Dingen die Bestimmung, die öffentliche jährliche Neuverschuldung soll nicht über 3% des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen steigen und der öffentliche Schuldenstand soll 60% des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen nicht übersteigen. Und was noch wichtig ist, und das ist ein Punkt, der ist meistens, der geht so verloren, alle Staaten, die den Euro bekommen, sollen an diesem europäischen Währungssystem mit den fixen Paritäten mindestens 2 Jahre ohne Probleme teilgenommen haben. Das heißt, es sollen nur Staaten den Euro bekommen, deren Währung deshalb stabil ist gegenüber anderen Währungen, weil sie im Gleichklang des wirtschaftlichen Fortschritts stehen. Das heißt, dies war der Hinweis darauf, dass jetzt nicht mehr die Staaten über Währungsmanipulation in die Wirtschaft eingreifen, sondern dass dies die Märkte selbst tun. Also die Freisetzung von Währung und es soll jetzt stabil sein, ohne Zentralbank in Eingriffe. Dann haben am 1. Januar 2002 12 Länder den Euro bekommen. Und wenn man guckt, ob diese Länder alle die Stabilitätskriterien, die Konvergenzkriterien eingehalten haben, müsste man wohl strikt sagen, Luxemburg. 11 andere eher nicht. Also um mal das Beispiel Deutschland zu nennen, die Deutschen hatten die deutsch-deutsche Einheit und die Kosten der deutschen Einheit in einen sogenannten Schattenhaushalt verlagert. Hätte man den in den offiziellen Haushalt gebracht, hätten die Deutschen das Konvergenzkriterium 60% öffentlicher Schuldenstand locker gerissen.